So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bunte Liga. Hallo auch von mir. Zuerst haben wir uns überlegt, reden wir heute über die zwei vergangenen Länderspiele, die Qualifikation zur WM. Genau. Fangen wir natürlich an mit den deutschen Spielen. Zwei Siege, jetzt acht Siege von acht Spielen. Ich würde mal sagen, das ist eine perfekte Qualifikation. So gut gab es, glaube ich, noch nie von der deutschen Nationalmannschaft. Acht Siege in acht Spielen. Trotzdem sind sie noch nicht ganz sicher qualifiziert, aber ich habe keinen Zweifel, dass sie das machen werden. Da habe ich auch keinen Zweifel. Gegen Tschechien war es zwar holprig, aber am Ende kann man es, glaube ich, abhaken unter gewonnen ist gewonnen mit 2:1 durch Hummels in kurz vor Schluss. Ich denke auch, die erste Hälfte war tatsächlich recht gut. Da fand ich, hat es halt ein bisschen an der Chancenverwertung gehapert. Ja. In der zweiten Hälfte fing dann auch an, die Defensive ein bisschen zu wackeln. Aber letzten Endes hat man gewonnen und das kann man abhaken. Genau. Und dann ging es ja weiter im nächsten Spiel am Montag gegen Norwegen. Da sah es dann halt auch schon ganz anders aus, wobei man da halt auch sagen muss, dass Norwegen gefühlt kaum auf dem Platz stand. Das stimmt, die Norweger waren deutlich schwächer als die Tschechen, aber man will jetzt auch nicht die deutsche Leistung schmälern, weil es war schon wirklich ein richtig, richtig gutes Länderspiel. Das stimmt. Das 6:0. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Timo Werner hat ordentlich gespielt, Julian Draxler hat ordentlich performt, der momentan in Paris nicht zum Zug kommt. Auch ein Thomas Müller, der in Bayern in letzter Zeit kaum zum Zug kommt. Zwei Torvorlagen, also... Hat wirklich gut gespielt, muss man ihm lassen. Und ich denke, dass wirklich kaum Position war, wo man sagt, da waren Schwächen. Nee, das war wirklich ein... Von vorne bis hinten, auch die Einwechselspieler. Top-Spiel. Gomez mit dem Tor noch. Goretzka. Kurz auch mit dem Tor. Also. Ja, da lief es. Es lief halt einfach perfekt. Und Timo Werner ist jetzt wieder unser Fanliebling, zumindest mal in Stuttgart. Aber ich glaube, der Junge hat es jetzt auch verdient, dass das jetzt vorbei ist. Es haben noch hunderte vor ihm die Schwalben gemacht. Ich denke, er hat genug Schmäh bekommen. Jetzt schickt lang. Und sechs Tore in acht Länderspielen ist schon eine Hausnummer. Auf jeden Fall. Ja. Gut, dann haken wir das erste Thema ab. Ich denke, das war ziemlich kurz und bündig. Man kann noch ganz kurz dazu sagen, weil ich das noch erwähnenswert finde, dass die Niederlande wohl wieder so gut wie raus ist nach der 4:0-Niederlage gegen Frankreich. Da haben sie sich ja richtig blamiert, aber die Franzosen haben auch nachgelegt. Ja. Mit dem 0:0 zu Hause gegen Luxemburg haben sie sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Das waren so meine zwei Überraschungen dieses Länderspieltags. Aber ansonsten war, denke ich, die souveränen Teams haben die Spiele gewonnen. Richtig, und es läuft alles so wie immer. Holländer sind nicht dabei und alle anderen kommen weiter. Genau. Gut, dann haken wir das Thema damit ab und kommen zu unserem zweiten Thema und wahrscheinlich auch dem längsten und Hauptpart dieses Teils, nämlich der Transferperiode, die jetzt seit einer knappen Woche abgeschlossen ist. Und da sind ja einige Überraschungen passiert, die wollen wir mal besprechen und diskutieren. Ja, ich denke, wir fangen wohl mit dem größten Knüller an und arbeiten uns so dann runter, sage ich mal. Ja. Und das ist wohl definitiv Neymar von Barcelona zu Paris für schlappe 222 Millionen Euro. Ich denke auch. Ja, was will man dazu noch sagen? Was kann man dazu sagen? Also verrückt ist es allemal auf jeden Fall. Paris hat gezeigt, dass sie wirklich ernst machen können und wollen und... Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist das erste Mal in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten, dass von den Top 3 in Europa ein Spieler wegwechselt, der eigentlich Stammspieler ist und Topmann ist. Also es war schon eine Überraschung, sagen wir mal so. Ich denke auch. Und dieses ganze Drumherum und dieser Hickhack und dass es wahrscheinlich keine Auswirkungen aufs Financial Fairplay haben wird, weil er die Summe selber bezahlt hat und... Das sind alles Sachen, die da in diese Diskussion wahrscheinlich mit reinspielen, die nicht einfach so, die man nicht einfach so hinnehmen sollte, weil es doch einen Stein ins Rollen bringt, der noch ganz, ganz andere Transfers möglich machen könnte. Ja. Und was dann doch langsam sehr inflationäre Summen und absurde Züge annimmt. Auf jeden Fall, so eine Ablösesumme war ja eigentlich mal im Vertrag geschrieben, weil die eh keiner bezahlt. So, jetzt haben sie bezahlt. So. Wer weiß, wie das weitergeht. Ja, und dann fangen Teams wie Barcelona, denen das jetzt passiert ist, fangen dann an, sich Gedanken darüber zu machen. 350 Millionen für Messi, der steht im Vertrag. Da kann nächste Woche nicht, aber in der Wintertransferperiode kann schon jemand kommen und kann sagen, die bezahle ich jetzt. Auf jeden Fall, auch wenn Messi kurz vor der Vertragsverlängerung steht, wie ich den Präsidenten verstanden habe. Aber das heißt ja im Fußball eben nichts. Richtig, genau.
Das heißt auch nicht, wenn Messi, der mit Ronaldo der beste Spieler der Welt ist, wenn da 500 Millionen im Vertrag stehen, heißt das trotzdem nicht, dass irgendjemand kommen kann und die einfach bezahlt. Ja, richtig. Es hieß ja sogar letztens, die Milliarde von Ronaldo wäre im Gespräch, dass das jemand finanzieren wollte. Naja, Und da okay. kann man sich dann, denke ich, den Mund fusselig reden und da kann man diskutieren, wie man will drüber. Es wird langsam ziemlich extrem und ich hoffe, dass es vielleicht in den nächsten Jahren einen kleinen Rückschritt macht oder wenigstens nicht noch mehr wird, weil sonst wird es langsam. Ja, es hat auf jeden Fall nichts mehr mit Financial Fair Play zu tun im Endeffekt, weil kleine Vereine versinken in der Versenkung im Endeffekt und Leute, die Scheichs hinter sich haben oder Oligarchen aus Russland, die kaufen nach Belieben ein und mit Richtig. nach oben offen. Genau. Ja, was soll man da sagen? Also ich meine auch Vereine, die souverän wirtschaften, wie vielleicht FC Bayern München, die vielleicht 100 Millionen bezahlen könnten, das aber nicht machen, weil sie sagen, okay, wir machen es nicht. Verlieren vielleicht auch die Top-Spieler und so werden vielleicht nur noch so der elitäre Kreis mit Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, so, solche Clubs, die dann Ja, wirklich Manchester Scheiß United bleibt ja dahinter auch haben noch, oder genau. so Ölmilliardäre oder was auch immer, Ja. dann ganz oben mitspielen und die anderen sind halt eben nur noch dabei. Ja. Und das wäre schon Und schade für den Fußball. ja, und da sehe ich dann auch irgendwann auf Dauer gesehen, sehe ich ein bisschen schwarz für die Bundesliga, weil du hast in der Bundesliga Top-Vereine mit Dortmund, die wirklich eine Top-Jugendarbeit machen. Schalke macht ja auch wirklich eine gute Jugendarbeit. Auf jeden Fall. Bayern hat schon immer eine richtig gute Transferpolitik gehabt. Die haben nie Spieler geholt, die nicht oder selten, die nicht zum Selten, Kader ja. gepasst haben oder zu teuer waren oder so. Jetzt fangen die auch Aber noch mit der Jugendarbeit an, mit dem neuen ja, Jugendzentrum, genau. also. Aber da muss man sagen, früher oder später, wenn es so weitergeht, wird die Bundesliga zur Verkaufsliga. Das wird nur noch ein Ausverkauf in der Bundesliga. Das Die kann. bilden junge Spieler aus und dann kommt jemand, legt 200 Millionen auf den Tisch und dann ist der Spieler weg. Ja, das kann sehr gut sein. Und Mannschaften wie Bayern, Schalke, Dortmund können das kompensieren, aber Mannschaften wie Freiburg und Mainz, die dann nochmal darunter leiden, dass vielleicht größere Vereine ihre Ja. Spieler wegkaufen, die versinken dann in der zweiten oder dritten Liga Genau. und sind kaputt. Da können wir dann auch gerade schon, wenn wir schon beim Thema Bundesliga sind, denke ich, über Dembele reden, der quasi Ersatz für Neymar bei Barca. Muss man sagen, ist wieder so ein Thema, denn er hat sich jetzt nicht gut verhalten. Ob es jetzt von dem Berater ausging oder von ihm, weiß man jetzt nicht so genau. Egal von wem es ausging, es war einfach nicht gut. War wie so ein Fünfjähriger, der kriegt nicht, was er will und motzt dann rum im Endeffekt. Richtig. Aber da sind wir wieder beim Thema Ausverkauf. Er hat ja teilweise schon richtig gut gespielt in Dortmund. Auf jeden Fall unbestritten. Und aber wenn halt ein Barcelona kommt und 100 bis 150 Millionen mit Bonuszahlung auf den Tisch legt, ist der Spieler weg. Ganz einfach. Ja. Da kann dann auch Dortmund letzten Endes, wenn die von vornherein 150 Millionen geboten hätten, dann wäre er direkt weg gewesen. Dann hätte es wahrscheinlich diese Diskussion gar nicht gegeben. Dortmund hat halt die Chance gesehen, zu Recht Auf noch ein jeden bisschen Geld Fall, rauszuholen. auf jeden Fall. Hat es getan und Wenn sie so verrückt sind, Barcelona, für so einen Spieler im Endeffekt, der zwar eine ordentliche, vielleicht sogar eine gute oder möglicherweise manche sagen auch sehr gute Saison gespielt hat, mag ja alles sein, aber es war seine erste Saison. richtig. Und wer weiß, wie das ist. Und jemanden zu ersetzen, der über viele, viele Jahre wie Neymar Top-Leistung gezeigt hat, das Eben. muss ich erst noch zeigen. Genau. Ja. Und das ist halt fraglich, aber wir werden sehen. Und wir werden auch sehen, wie es sich in den nächsten Transferperioden entwickelt. Ja. Das kann man jetzt leider noch nicht genau sagen. Und ich hoffe, dass es Der nicht so. nächste Megatransfer steht ja schon an oder ist er ja eigentlich schon abgeschlossen, so richtig, weil es kein Papé von Monaco zu Paris eigentlich erst nur Also. ausgeliehen, aber es wird eh 180 Millionen kosten. Also Ja, es ist also. ja eigentlich schon der nächste Megatransfer. Natürlich ist es der nächste Megatransfer, wie gesagt, wie du es gesagt hast, ein Jahr ausgeliehen, danach Ablösesumme von 180 Millionen. Da sind wir schon wieder beim Thema. Da hat PSG das erste Mal das Financial Fairplay durch ein Hintertürchen umgangen und beim zweiten Mal direkt das gleiche. Also werden sie mit einem Transfer von knapp 400 Millionen nächstes Jahr trotzdem Champions League spielen und werden trotzdem keine Transfersperre bekommen, Ja, was. weil sie diese Hintertürchen clever ausgenutzt haben, muss man sagen. Trotzdem bin ich der Meinung, diese Hintertürchen darf es einfach nicht geben. Ja, und ich dachte eigentlich auch immer, Financial Fair Play heißt, man darf nur so viel ausgeben, wie man einnimmt. Paris nimmt
gar nichts ein. Also ich meine, ja, natürlich so richtig. Zuschauereinnahmen und Merchandising, aber im Vergleich zu dem nehmen sie natürlich nichts ein und hauen das raus. Also genau. Wie will man in 2 Jahren 400 Millionen einnehmen, also als Fußballverein? Eben, so sieht es nämlich aus. Aber gut, wir, da kann man noch stundenlang drüber diskutieren. Ja. Ich bin, wie gesagt, der Meinung, diese Hintertürchen dürfte es eigentlich nicht geben. Sie gibt es leider. Ja. Also hat PSG es clever gemacht. Das muss man sagen, ja. Aber es ist auf jeden Fall clever gemacht, aber trotzdem für mich verrückt. Und auch die Spieler werden dann zu so Streiks aufgefordert, jetzt wie im Dembele-Fall oder auch im Coutinho-Fall. Ja, der ist der jetzt schon wieder streiken will, habe ich gehört, obwohl das Transferfenster ja zu ist. Also. Der will bestimmt seinen Vertrag auflösen. Ja, das ist... Also ich meine, dass Verträge im Fußball in den letzten Jahren oder auch vielleicht im letzten Jahrzehnt nicht mehr so viel zu sagen haben, okay, das war ja schon mal, wird schnell rausgekauft, aber das hat jetzt nochmal eine neue Dimension, dass die Spieler sich zum anderen Verein streiken. Ist ich Wahnsinn. Bin ja auch ganz ehrlich, dass diese Spieler, die sich zu einem anderen Verein streiken wollen, meiner Meinung nach einfach nicht genug Respekt vor dem Verein haben, bei dem sie gerade sind. Weil Dembele ist ja nur auf der europäischen Bühne bekannt geworden, weil er eben bei Dortmund diesen Aufstieg bekommen hat und so dieses Vertrauen. Ja. Und Coutinho genau das Gleiche. Der spielt seit ewigen Zeiten bei Liverpool. Der hat Liverpool so viel zu verdanken und möchte sich dann freistreiken. Das finde ich einfach nicht richtig. Ein Sanchez zum Beispiel, der ja auch in eine ähnliche Position gerückt ist, aber nicht so extrem, muss man sagen. Da kann ich es noch ein bisschen verstehen, weil sie spielen keine Champions League und er ist halt ein Spieler mit Topformat. Aber in Arsenal gibt es auch noch einen Özil oder einen Peter Cech, der in Chelsea immer Champions League gespielt hat. Und da muss ich sagen, da muss man sich halt auch einfach mal der Mannschaft unterwerfen und sagen, ich bin ja mit dafür verantwortlich, dass wir nicht Champions League spielen. Ja, klar. Also muss ich mich auch dafür ins Zeug legen, dass es nächste Saison so ist. Ja, man muss sich auch, finde ich, auch ein bisschen mit dem Verein identifizieren. Man verlangt ja auch in der freien Wirtschaft immer bei seinem Arbeitgeber, man soll für das Unternehmen, naja, brennen, vielleicht übertrieben, aber man soll sich damit identifizieren und irgendwie gerne dafür arbeiten wollen. Und wenn ich dann mich entscheide, ich unterschreibe bei einem Verein für 3 oder 4 Jahre, dann auch mal sagen, ja gut, jetzt läuft es scheiße und vielleicht wollen die mich aus einem anderen Verein und ich bin da möglicherweise der Held, aber das dann eben auch mal durchzuziehen und sagen, ich habe jetzt 3 Jahre Vertrag, habe jetzt noch 1,5 Jahre übrig, ich bleibe jetzt hier, mache das zu Ende, was ich zugesagt habe und dann wechsle ich nach Barcelona, wo auch immer hin. Das wäre für mich konsequent, auch richtig, auch anständig, aber das gibt es ja immer weniger. Ja, genau, das sehe ich auch so, aber ja, wie du schon sagst, es gibt es halt leider in diesen Zeiten selten. Es gibt doch ein paar und deswegen hoffe ich, dass die Spieler wieder lernen. Das ist halt der verrückte Transferirrsinn oder auch die Summen, wo sie den Kopf verdreht werden, die Spielerberater, mit Sicherheit nicht alle, aber auch einige, die dann sagen, oh, jetzt kann ich mit dem 30 Millionen verdienen, hier wechsel doch mal und die dann auch pushen und sagen, wie wär's denn? Das ist aber auch der Unterschied zwischen deutschen und ausländischen Spielerberatern, weil viele ausländische Spielerberater sehen das eigene Geld. Sie sehen, wenn der jetzt wechselt, kriege ich 30, 40 Millionen Bonuszahlungen und alles. Und in Deutschland sitzen die meisten Spielerberater da und sagen, hier, für dich ist es gut dahin zu gehen, für dich ist es nicht so gut. Du musst es selber wissen, aber Geld ist nicht alles so. Und ja, für mich ist ein Spielerberater da natürlich die besten Konditionen im Vertrag finanziell auszuhandeln, natürlich auf jeden Fall, aber auch die sportlich und körperlich und mental beste Situation für seinen Spieler zu finden. Also nicht einfach nur zu gucken, ich verdiene jetzt hier 20 Millionen, deswegen transferiere ich den mal weiter. Genau. Und deswegen ist es halt im Moment problematisch. Ich denke, dass die Spielerberater diese ganze Situation einfach auch weiter ankurbeln. Ja. Aber gut. Ja, wie gesagt, international verrückte Transfers. Die Bundesliga hat sich ja so ein bisschen zurückgehalten. Also so einen richtig, in Anführungsstrichen, spektakulären Transfer gab es nicht. Auch die Bayern
haben eigentlich, ja, weiß man nicht, ob das Top-Leute werden mit Rudi und Süle, zwei Deutsche ja. verpflichtet und mit Tolisso, den kannte vorher fast niemand, also man muss mal ja, gucken, was der so leisten kann, also die beiden haben sich ja. da vornehm zurückgehalten. Ramos Rodriguez, der jetzt noch verletzt ist, der sich direkt im Audi Cup das, verletzt hat. Okay, da muss ich mich korrigieren, das war so der Knüller, hast du ja. recht, den vergisst man mal leicht, wenn er nicht ja. spielt. Aber da muss man halt, das sind alles Spieler, wo man abwarten muss. Auch ein Ramos Rodriguez, der ja in Real nicht mehr die allergrößte Rolle zum Ende gespielt hat, muss man jetzt abwarten, wie er bei Bayern einschlägt. Und der Ancelotti hat allerdings die erste Geige gespielt in Madrid. Das stimmt, und er hat auch eigentlich sehr gut gespielt ja. und hat auch ein Riesentalent, was man ja schon oft genug gesehen hat. Auf jeden Fall. Und da muss man halt einfach abwarten, was das so bringt. Ja. Dortmund ist eine Frage, Jarmolenko hat jetzt im Länderspiel zum Beispiel ziemlich gut gespielt für die Ukraine gegen die Türkei, zwei Tore gemacht, ist aber im europäischen Fußball nicht der allerbekannteste. Er ist auch schon 27. Ja, wollte ich gerade sagen, relativ alt. Für mich hat das sehr überrascht, auch Dortmund war ja schon mehrere Jahre an ihm dran. Ja. Und jetzt zu verpflichten, wo es eigentlich ohne Not im Endeffekt und also für mich auch der Meinung, dass es gar nicht nötig war, weil Dortmund so viele Spieler hat, die auf dieser Position spielen können. Eben. Wir haben ja auch noch Sancho geholt. Und ja, da muss man halt gucken. Der, ganz jung, 17. Ja, also. Aber da weiß man auch wieder, könnte ein Dembele werden, könnte aber auch ein Emre Moore werden, der direkt wieder weggegangen ist. Man weiß es eben nicht. Aber bei so jungen Spielern im Endeffekt geht man in Anführungsstrichen kein Risiko ein. Okay, der hat jetzt auch wieder 7, 8 Millionen gekostet. Früher aber hätten sie 7, 800.000 gekostet. Also ja. das ist auch schon ein Unterschied. Ja, das stimmt. Aber da muss man halt auch sagen, wenn man so viel Geld für Dembele gekriegt hat, tun dann diese 7, 8 Millionen nicht. Nein, natürlich nicht. Gut, dann in der Bundesliga, ich denke, der neue Stürmer von Hannover, der Top-Transfer für 7 Millionen ist vielleicht noch getroffen im ersten Heimspiel. Ja, ist noch eine kleine Überraschung gewesen, so einen teuren Mann als Aufsteiger zu holen. Auf jeden Fall. Aber der hat getroffen, mal sehen, wie er sich entwickelt. Hannover hat ja auch so einen kleinen Ölscheich hinter sich mit Michael ja. Kind. Ne? Ja, richtig. ja, dann muss man gucken, wie es bei Stuttgart, Bartstuber, auch getroffen. Wenn der ist ein Top-Mann, wenn er fit wird, wenn er fit bleibt vor allem. Wenn er fit bleibt, aber das ist das Problem, dass er sich so schnell verletzt und deswegen braucht er auch nach seiner Verletzung wieder lange. Also hat er bis jetzt in seiner Karriere selten auf Top-Niveau gespielt, weil er eben immer so häufig verletzt war. Ja. Das ist schade. Genau. Aber gut, müssen wir abwarten. Ja. Ansonsten in der Bundesliga gab es ein paar interne Transfers. Frankfurt hat noch 1-2 Leute geholt. Kevin Prinz Boateng kann man da vielleicht erwähnen. Das war auch noch eine Überraschung. Ob das eine positive wird, werden wir sehen. Er ist auf jeden Fall ein Leader, den Frankfurt vielleicht ganz gut gebrauchen kann. Ja, stimmt. Aber ansonsten, sportlich gesehen, muss man einfach abwarten, wie er sich so entwickelt. Weil er hat Zeiten gehabt, da hat er gut gespielt. Zeiten, wo er nicht so gut gespielt hat. Wir zeigen, welche Zeit jetzt ist. Richtig. Also ich bin da auch sehr, sehr gespannt. Er wird kein Torjäger werden. Das wird aber vielleicht rüttelt der Frankfurt in den entscheidenden Momenten wach und gewinnt dadurch die Spiele, dass er mal einen Zweikampf führt oder mal reinhaut oder auch mal in der Kabine reinhaut. Also das bleibt abzuwarten. Ja. Ja. Ansonsten sind, glaube ich, keine Überraschungen, weder international noch national. Wie gesagt, der Transfermarkt in der Bundesliga war gefühlt in Anführungsstrichen relativ ruhig. Es sind natürlich viele Transfers gewesen, das wollen wir nicht verschweigen. Ja. Aber ist natürlich alles überschattet von Neymar, das ist ja ganz klar. Oder dann auch von Dembele, von Dortmund. Diese ganzen Folgen davon. Genau, so ist es. Gut, dann würde ich sagen, bleibt abzuwarten, was die Transfers so erreichen und was die Bundesliga-Saison und die internationale Saison so bringt. Jetzt auch zum Glück bald losgeht. Mitte September geht die Champions League los. Und auch die Europa League. Und wir freuen uns auf den nächsten Bundesligaspieltag am Wochenende und sind gespannt, wie es da weitergeht. Genau, bis nächste Woche. Wir freuen uns. Macht's gut. Ciao.